Geier. Tut mir leid. Nee, ich hab's ja dann geändert. 10 Jahre dann in Berlin gelebt, jetzt seit 2 Jahren am Niederrhein, zwecks Liebe. Die Weiße Frau ist mein 5. Roman. Mein Debüt, Kryptanus, der Geruch des Todes, beschäftigt sich mit dem heiklen Thema Leben nach dem Tod, ist auf eine Trilogie ausgerichtet. Der dritte Teil, also ersten, zweiten Teil gibt es schon. Der dritte Teil wird voraussichtlich Anfang 2013 kommen. Ja, ist eine Fantasy-Geschichte mit aktuellen Erkenntnissen der Sterbeforschung. Also ich hoffe, ich habe es so zunächst rübergekriegt, das in eine packende Geschichte zu vermitteln. Dann habe ich ein Jugendbuch geschrieben, dann einen Horrorroman. Und bei diesem Horrorroman bin ich dann auf die Legende der Weißen Frau gestoßen. Das ist eine regionale Legende von einem nahegelegenen Schloss bei uns, Schloss Ringenberg. Mhm. Die Recherchen haben dazu geführt, dass irgendwie eigentlich um die Geschichte so gar nichts zu finden ist. Also das sind nur ein paar Sachen. Eine Frau hat sich aus dem Turm gestürzt, aus politischen oder Liebesgründen. Keiner weiß eigentlich genau, wer sie war. Also diese Daten widersprechen sich teilweise. Man weiß nicht genau, in welchem Jahr die Geschichte überhaupt spielt. Ich habe halt jetzt dieser Legende versucht, einen Namen zu geben und eine fiktive Liebesgeschichte, um diese Daten, die es gibt, zu schreiben. Meine Geschichte ist ungefähr 600 Jahre nach Holgers Roman angesiedelt, also spielt Ende 16. Jahrhundert. Die Hauptfigur spielt allerdings oder lebt im Jahr 2010, hat ein Kunststipendium am Schloss. Diese Stipendien gibt es tatsächlich, ist ein junger Maler und der lernt bereits am ersten Abend in seinem Traum die Weiße Frau, den Geist der Weißen Frau kennen und trifft auf sie in einem Traum. Diese Stelle lese ich jetzt erstmal vor. Es dauerte eine Weile, bis Dirk sich wieder beruhigt hatte. Hans passte nicht in ihre Gruppe und kam ihm schon jetzt wie ein Störenfried vor, obwohl er ihn gerade erst kennengelernt hatte. Seine Trinkerei war auffallend und Friedemann machte sich Gedanken darüber, wie es wohl in 10 oder mehr Jahren um ihn stehen würde. Wenn er so weitermachte, war seine Karriere bestimmt zu Ende, bevor sie überhaupt begann. Ob Fallada wirklich sein Nachname ist, überlegte er. Es wäre schon ein außerordentlicher Zufall, wenn der unsympathische Mann aus ihrer Gruppe den gleichen Namen wie einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller besäße, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Werke wie Der eiserne Gustav, Kleiner Mann, was nun oder Ein Mann mit nach oben erschaffen hatte. Soweit Dirk wusste, wurde Falladas Manuskript Der Trinker, in dem er über seine Alkoholabhängigkeit berichtete, posthum veröffentlicht. Trieb Hans etwa einen Scherz mit ihnen? Oder war es wirklich ein Zufall, dass er Hans Fallada hieß und anscheinend ebenfalls ein Säufer war? Friedemann stellte sich ans Fenster und sah über den im Dunkeln liegenden Schlosspark. Die Luft war lau und er holte tief Atem, bevor er über die Silhouetten der Bäume schaute und dann seinen Blick auf den sternenklaren Nachthimmel richtete. Er dachte über die Eindrücke des ersten Tages nach. Friedemann fühlte sich eindeutig wohl hier und war voller Zuversicht, all seine Pläne in diesem Schloss verwirklichen zu können. Während er sich seiner Kleider entledigte und eine Boxershorts anzog, dachte er an sein erstes Projekt, das er im Schloss Ringenberg in Angriff nehmen wollte. Er verließ sein Zimmer und ging ans andere Ende des Flurs, wo sich das Badezimmer befand, das er sich mit Lisa und Heinz, die beide auf dem gleichen Stockwerk wohnten, teilte.